Bitte recht freundlich. Bevor die Hockey-Nationalmannschaft in Mönchengladbach auf die Jagd nach dem EM-Titel geht, wird erst noch das neue Outfit präsentiert. Der Bundestrainer bleibt in Zivil und fokussiert auf das am 20. August beginnende Heimturnier. Wir sind in der letzten Phase, in der Endphase, sehr heiße Phase. Wir müssen jetzt noch die letzten Nominierungsentscheidungen treffen. Es geht noch um 4 Positionen und dazu testen wir sehr hart beim Vier-Nationen-Turnier hier gegen Weltklasse-Gegner. Bevor die Olympiasieger gegen Australien, Spanien und die Niederlande testen, lenken sich die Spieler ein wenig mit Nachwuchstraining ab. 150 Kinder können an diesem Nachmittag ihren Idolen ganz nah sein und nacheifern. Dem Nachwuchs zeigen, wo es lang geht. Für die Spieler ist das eine willkommene Abwechslung vom eigenen Trainingsalltag. Ich habe über 10 Jahre Jugendtraining bei mir im Verein gegeben und genieße das sehr und finde es auch völlig vernünftig, Sachen weiterzugeben, die man ja früher auch von erfahrenen alten Hockeyspielern gelernt hat. Insofern, das macht viel Spaß und die Kids nehmen das auch total an und große Talente dabei. Der Trainingsaufbau, der in Deutschland gemacht wird, ist sehr hervorragend. Nicht umsonst sind wir halt seit Jahren immer wieder dabei, vorne dabei, auch mit einer jungen Mannschaft. Und ja, also daher, jedes Kind sollte nur zum Hockey kommen, es lohnt sich auf jeden Fall. Lohnen soll sich für die Zuschauer auch der Besuch bei der EM in Gladbach. Schließlich haben die Lokalmatadore viel vor. Ja, wir wollen natürlich die direkte Quali schaffen für London, aber wir wollen auch Erster im Turnier werden. Doch für das Olympiaticket reicht bereits ein Platz unter den ersten 3.